Ja, hallo meine lieben Fußballfreunde, herzlich willkommen zur Vorschau des 28. Spieltags in der ersten deutschen Bundesliga-Saison 2015-2016. Ja, die Länderspielpause ist jetzt endlich vorbei und es geht wieder weiter in der Liga. Und zwar beginnt der 28. Spieltag am Freitagabend um 20:30 Uhr mit dem Spiel Leverkusen gegen Wolfsburg. Ja, diese beiden Mannschaften haben schon 40 Mal gegeneinander gespielt. 18 Mal hat da Leverkusen gewonnen, 5 Mal ging es unentschieden aus und 17 Mal hat Wolfsburg gewonnen. Und die Bilanz in Leverkusen: bei 19 Spielen gab es 13 Siege für die Leverkusener, 4 Unentschieden und nur 2 Siege für Wolfsburg. Ja, spielt da der Tabellensechste Leverkusen gegen den Tabellenachten Wolfsburg. Ja, Leverkusen hat zurzeit 4 Punkte mehr als die Wolfsburger, deswegen ja ein sehr interessantes Match im Kampf um die internationalen Plätze. Wolfsburg musste eigentlich fast schon gewinnen, wenn sie da nicht den Anschluss verlieren wollen. Ja, das Duell in der Hinrunde hat der VfL Wolfsburg zu Hause mit 2:1 gewonnen. Ja, aktuell Wolfsburg zuletzt nur mit einem Unentschieden zu Hause gegen Darmstadt, doch etwas enttäuschend. Auf der anderen Seite, Leverkusen hat in Stuttgart gewinnen können mit 2:0. Ja, vielleicht Leverkusen leichter Favorit. Ich denke, wir werden hier ein sehr torreiches Spiel sehen. Beide Mannschaften spielen, glaube ich, offensiv nach vorne und deswegen tippe ich hier mal auf ein 2:2 Unentschieden. Ja, kommen wir dann zu den Spielen am Samstag um 15:30 Uhr und zwar beginnen wir mit dem Spiel FC Bayern München gegen Eintracht Frankfurt. Ja, diese beiden Mannschaften haben schon 105 Mal gegeneinander gespielt. 53 Mal haben da die Bayern gewonnen, 23 Mal ging es unentschieden aus und 29 Mal hat Frankfurt gewonnen. Ja, und die Bilanz in München: bei 50 Spielen gab es 38 Siege für die Bayern, 6 Unentschieden und 6 Siege für Eintracht Frankfurt. Ja, es ist eine klare Ausgangslage. Die Bayern als Tabellenführer sind ja natürlich der klare Favorit gegen den vorletzten Eintracht Frankfurt. Aber in der Hinrunde haben die Frankfurter immerhin zu Hause ein 0:0 erkämpfen können. Mal sehen, ja, ob sie da dagegen halten können. Ja, die Frankfurter zuletzt mit einem Heimsieg gegen Hannover war der erste unter dem neuen Trainer Niko Kovac. Und die Bayern haben knapp in Köln gewinnen können. Aber wie gesagt, für mich die Bayern hier der klare Favorit. Alles andere als ein Sieg der Bayern würde mich sehr überraschen. Und ich gehe hier von einem klaren 3:0-Sieg für die Bayern aus. Ja, dann gehen wir weiter zum nächsten Spiel. Und zwar empfängt Mainz Augsburg. Ja, diese beiden Mannschaften haben 18 Mal bislang gegeneinander gespielt. 6 Mal hat Mainz gewonnen, 6 Mal ging es unentschieden aus und 6 Mal hat Augsburg gewonnen. Und die Bilanz in Mainz: bei 8 Spielen gab es 4 Siege für die Mainzer, 2 Unentschieden und 2 Siege für Augsburg. Ja, auch die Mainzer spielen ja noch um die internationalen Plätze, haben zurzeit den 7. Rang mit 41 Punkten, sind noch knapp hinter Leverkusen und Borussia Mönchengladbach. Und sie sind meiner Meinung nach auch der Favorit hier zu Hause gegen den FC Augsburg, der gegen den Abstieg spielt, zurzeit nur auf Rang 15 mit 27 Punkten. Und in der Rückrunde sind sie noch nicht so wirklich in Fahrt gekommen. Ja, das Spiel in der Hinrunde endete mit einem 3:3 Unentschieden in Augsburg. Und ja, die Augsburger zuletzt mit einer Heimniederlage gegen Dortmund. Mainz hat in Bremen unentschieden spielen können. Ja, für mich sind die Mainzer hier der Favorit. Ich denke, aber es wird sicherlich ein enges Spiel. FC Augsburg ist immer sehr schwer zu spielen, vor allem auch für eine Mannschaft wie Mainz. Aber ich tippe dennoch auf einen Sieg von Mainz und ja, ich tippe hier auf einen knappen 2:1 Sieg für die Mainzer. Ja, kommen wir dann zum nächsten Spiel und zwar zu Darmstadt gegen Stuttgart. Ja, diese beiden Mannschaften haben 9 Mal gegeneinander gespielt. 2 Mal hat Darmstadt gewonnen, 2 Mal gab es ein Unentschieden und 5 Mal hat Stuttgart gewonnen. Und die Bilanz in Darmstadt: bei 4 Spielen gab es einen Sieg für Darmstadt, ein Unentschieden und 2 Siege für Stuttgart. Ja, Darmstadt ist auch mittendrin im Abstiegskampf, haben nur einen Punkt mehr als die Frankfurter, die auf einem Abstiegsplatz stehen, und die Hoffenheimer, die auf dem Relegationsplatz sind. Obwohl sich die Darmstädter bislang eigentlich sehr gut geschlagen haben. Auf der anderen Seite der VfB Stuttgart, wirklich sehr stark in der Rückrunde bislang, auch wenn sie
in der letzten Runde sich zu Hause gegen Leverkusen schlagen geben mussten. Das Duell in der Hinrunde hat der VfB Stuttgart zu Hause mit 2:0 gewonnen. Wenn man sich die Form der letzten Spiele anschaut, muss man hier doch den VfB Stuttgart favorisieren. Ich glaube, sie werden sich hier in Darmstadt durchsetzen und ich tippe hier auf einen knappen 2:1 Auswärtssieg des VfB Stuttgart. So, dann das nächste Spiel ist FC Ingolstadt gegen den FC Schalke 04. Diese beiden Mannschaften haben erst ein einziges Mal gegeneinander gespielt und das war das Spiel in der Hinrunde in Gelsenkirchen, wo das Spiel mit einem 1:1 Unentschieden geendet ist. Ja, die Schalker sind hier natürlich der Favorit. Die Schalker wollen natürlich in die Champions League, haben zurzeit den vierten Rang, der zur Champions League Quali berechtigen würde. Ja, der FC Ingolstadt bis jetzt als Aufsteiger hat sich sehr gut präsentiert, ist aber auch noch nicht sicher gerettet vor dem Abstieg, haben zurzeit 33 Punkte, stehen auf Rang 10, also 6 Punkte über den, mehr als der Absteiger. Ja, wird sicherlich ein sehr interessantes Spiel. Die Schalke hat zuletzt mit einem Heimsieg, zu einem sehr unverdienten Heimsieg gegen Borussia Mönchengladbach. Ingolstadt musste sich auswärts der Härte geschlagen geben. Und ich glaube, dass sich hier der FC Schalke 04 durchsetzen wird und ich tippe auf einen knappen 1:0 Auswärtssieg von Schalke. Ja, dann weiter zum nächsten Spiel und zwar empfängt Hannover 96 den HSV. Ja, diese beiden Mannschaften haben bislang 67 Mal gegeneinander gespielt. 20 Mal hat Hannover gewonnen, 16 Mal gab es ein Unentschieden und 31 Mal hat der HSV gewonnen. Ja, und die Bilanz in Hannover, bei 34 Spielen gab es 13 Siege für Hannover, 10 Unentschieden und 11 Siege für den HSV. Ja, auch hier eigentlich der HSV, der klare Favorit, Hannover abgeschlagen, Tabellenletzter, es sieht wirklich nicht gut aus. Auf der anderen Seite der HSV ist auch noch nicht sicher durch, braucht noch einige Punkte und könnten sie hier mit drei wichtigen Zählern da einen wichtigen Schritt Richtung Klassenerhalt machen. Das Duell in der Hinrunde hat Hannover in Hamburg sogar mit 2:1 gewinnen können. HSV musste sich zuletzt Hoffenheim geschlagen geben mit 1:3. Auf der anderen Seite Hannover hat in Frankfurt mit knapp 0:1 verloren. Wenn man sich die Tabelle ansieht, müsste man hier doch den HSV favorisieren. Wie gesagt, ich glaube bei Hannover, die sind eigentlich schon so gut wie abgestiegen. Auf der anderen Seite traue ich dem HSV aber auch nicht wirklich hier einen Sieg zu, da sie ja auch in den letzten Spielen nicht wirklich überzeugen konnten. Sie tun sich doch schwer gegen die schwächeren Mannschaften und deswegen tippe ich ja mal auf ein 0:0 Unentschieden. Ja, dann kommen wir zum Samstagabendspiel um 18.30 Uhr und zwar ist das Borussia Dortmund gegen den SV Werder Bremen. Ja, diese beiden Mannschaften haben bislang 101 Mal gegeneinander gespielt. 43 Mal hat Dortmund gewonnen, 16 Mal gab es ein Unentschieden und 42 Mal hat Bremen gewonnen. Ja, und die Bilanz in Dortmund, bei 51 Spielen gab es 32 Siege für die Dortmunder, 9 Unentschieden und 10 Siege für Werder Bremen. Ja, auch hier Dortmund natürlich der klare Favorit. Sie wollen den Bayern weiterhin auf den Fersen bleiben. Auf der anderen Seite der SV Werder Bremen noch mittendrin im Abstiegskampf, haben auch nur 28 Punkte, also einen Punkt mehr als Frankfurt und Hoffenheim. Deswegen braucht Werder Bremen auch dringend Punkte. Ja, das Duell in der Hinrunde in Bremen hat Dortmund mit 3:1 gewinnen können. Ja, für mich sind die Dortmunder natürlich der Favorit. Sie haben auch in der letzten Runde in Augsburg schon gewonnen. Bremen hatte zu Hause ein Unentschieden gegen Mainz geholt. Und wie ich schon gesagt habe, ich tippe auf einen Sieg von Borussia Dortmund und ich tippe hier auf einen 3:1 Heimsieg von den Dortmundern. Ja, kommen wir dann zu den Spielen am Sonntag. Und zwar um 15.30 Uhr empfängt Borussia Mönchengladbach die Hertha aus Berlin. Ja, diese beiden Mannschaften haben insgesamt 60 Mal gegeneinander gespielt. 23 Mal hat der Borussia Mönchengladbach gewinnen können. 14 Mal gab es ein Unentschieden und 23 Mal hat die Hertha gewonnen.
Ja, die Bilanz in Mönchengladbach: bei 28 Spielen gab es 14 Siege für die Gladbacher, 9 Unentschieden und 5 Siege für die Hertha. Ja, wenn man sich die Tabellenposition beider Mannschaften anschaut, ist das natürlich ein Spitzenspiel. Der Tabellenfünfte, also Borussia Mönchengladbach, spielte gegen den Tabellendritten, die Hertha. Ja, Hertha steht eigentlich sehr gut da, auf einen guten dritten Rang, der ja zur fixen Champions League-Teilnahme berechtigt. Aber es wird nicht leicht, hier in Mönchengladbach zu bestehen, denn die Gladbacher spielen doch einen sehr guten Fußball, muss man sagen. Auch sie sind da im Kampf um die internationalen Plätze verwickelt. Ja, das Duell in der Hinrunde hat Borussia Mönchengladbach ganz klar in Berlin mit 4:1 gewonnen. Und ja, wie gesagt, Mönchengladbach musste sich in der letzten Runde auswärts relativ unglücklich gegen den FC Schalke geschlagen geben. Ja, auf der anderen Seite, die Hertha hat zu Hause einen Sieg gegen Ingolstadt gefeiert mit 2:1. Ja, ich sehe hier auf alle Fälle ein sehr tolles Spiel zwischen zwei sehr guten Mannschaften und ich tippe mal auf ein 1:1 Unentschieden. Ja, kommen wir dann noch zum letzten Spiel an diesem 28. Spieltag, und zwar empfängt der Hoffenheim den ersten FC Köln. Ja, diese beiden Mannschaften haben bislang 15 Mal gegeneinander gespielt. Viermal hat Hoffenheim gewonnen, viermal ging es unentschieden aus und siebenmal hat Köln gewonnen. Ja, die Hoffenheimer immer noch auf einem Relegationsplatz, aber haben sich durch die Erfolge in den letzten Runden sich etwas nach vorne gearbeitet und haben durchaus gute Chancen, noch die Klasse zu halten. Wenn sie so weiterspielen wie bisher unter ihrem neuen Trainer Nagelsmann, läuft es wirklich sehr gut. Auf der anderen Seite, der erste FC Köln, ähnlich wie Ingolstadt, stehen da im Mittelfeld mit 33 Punkten, sind auch noch nicht zu 100% durch, aber es sieht sehr gut aus für die Kölner. Ja, das Duell in der Hinrunde endete in Köln mit einem 0:0 Unentschieden. Und ja, die Hoffenheimer haben in der letzten Runde immerhin auswärts beim HSV mit 3:1 gewinnen können. Und ja, der 1. FC Köln musste sich zu Hause den Bayern knapp mit 0:1 geschlagen geben. Ich sehe hier auf alle Fälle die Hoffenheimer vorne. Die letzten Runden haben sie wirklich gut gespielt und überzeugt. Auf der einen Seite, der 1. FC Köln etwas durchwachsen in der Rückrunde gestartet, muss ich sagen. Hat mir nicht wirklich immer gut gefallen. Und ja, ich sehe hier Hoffenheim vorne und ich tippe hier mal auf einen 2:0 Heimsieg von den Hoffenheimern. So, das war jetzt hier meine Vorschau zu diesem 28. Spieltag in der ersten deutschen Bundesliga-Saison 2015-2016. Ja, und jetzt meine Frage an euch, ja, was tippt ihr, wie glaubt ihr, werden die Spiele ausgehen? Schreibt es unten in die Kommentare, würde mich wirklich freuen. Und dann, wie zum Schluss, verweise ich immer noch auf meine Facebook-Seite, die ich unten in der Beschreibung verlinkt habe, genauso wie meinen Twitter-Account, wo ihr mir folgen könnt, würde mich wirklich freuen. Ja, ich bedanke mich dann wie immer, dass ihr dieses Video angeschaut habt und ich sage Tschüss. Bis zum nächsten Mal, euer Little Piccolo.